Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Baldo. So, wir sind hier im großen Eulenofen angekommen. Und dann wollen wir gerade mal gucken, was wir jetzt hier alles machen können. Hier können wir was ausbuddeln. So, hier können wir eine Fackel anzünden. Da drüben können wir auch noch eine Fackel anzünden. Können wir wieder was buddeln? Und die vorne ist auch noch. Okay, warte, wir machen erstmal die hier an. So, dann machen wir die an. Und dann machen wir die an. Und dann geht's wieder aus. Nochmal. Okay, wir müssen die Fackeln in irgendeiner bestimmten Reihenfolge anmachen. Warte, wir gucken erstmal weiter. Okay, hier ist Ende. So. Ah, hier so ein Zahnrad bewegt sich dann wahrscheinlich. Oder wo geht's hier lang? Vielleicht haben wir hier noch eine Möglichkeit. Okay, da unten geht's auch weiter. Da ist ein Hebel. Können wir den betätigen? Okay, das war nichts. Können wir nicht. Wir können hier nichts runterwerfen. Ich habe gedacht, wir können vielleicht hier einfach so eine Bombe runterwerfen und dann irgendwie den Hebel betätigen. Ah, Moment, vielleicht können wir den Hebel von da hinten betätigen. Moment, ich muss mal was ausprobieren. Wenn wir von hier... Der Hebel müsste jetzt ungefähr hier unten sein. Wenn wir jetzt hier so eine Eulenbombe runterwerfen... Super. Okay. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war. Können wir jetzt von hier... Super, jetzt stehen wir hier drauf. Das ist jetzt oben. Was? Moment. Wieso... Hä? Muss ich das verstehen? Ach, verbrennen wir da trotzdem in der Lava da unten? Weil das ist gerade so super schnell nach unten gegangen. Okay, dann müssen wir vielleicht doch hier erstmal uns um die Fackeln kümmern. Okay, wir haben hier so ein Kreissymbol oder so eine Schnecke. Was haben wir hier? Ein Dreieckssymbol. Okay, hier haben wir einen Kringel, hier haben wir drei Kringel. Was haben wir hier hinten? Okay, das könnten zwei Kringel sein. Und auf dem anderen haben wir gar keinen Kringel, weil es abgebrochen ist. Ach ne, hier unten. Das könnten vier sein, muss aber nicht. Okay, wir probieren das mal aus. Also. Natürlich nicht die Bombe. So, zuerst den. Dann den hier unten. Dann hier die drei. Und. Okay, das war's nicht. Okay, das muss was anderes sein. Ich überlege gerade, dieser Kringel hier, der ist
bisschen weiter gekringelt als der hier. Und da sind zwei verschiedene dran. Unten ist so ein kleiner. Und oben sind so zwei. Okay. Hier sind oben zwei. Dann so ein Bogen. Vielleicht müssen wir auch... Wie war der andere nochmal? Hier ist auch oben einer dran und unten so kleiner Haken. Ah, Moment, so kleiner Haken ist auch hier dran. Hier ist ein kleiner Haken und zwei große. Hier ist ein kleiner Haken. Aber ich check das hier noch nicht ganz. Mal das hier und ich sage jetzt einfach mal, das hier kommt vor dem hier hinten und dann der ganz große Kringel jetzt ganz am Ende. Okay, das hat funktioniert. Schön. Ich bin jetzt mal noch immer nicht sicher, warum genau, aber vielleicht wirklich der Größe nach sortiert und je nachdem, wie weit diese Kringel sich kringeln. Was haben wir jetzt hier? Okay. Schön. Was bringt uns das jetzt? Wir können uns jetzt hier die Füße verbrennen. Wir sterben, wenn wir hier drauf treten, oder? Ja, das ist Lava. Lava ist heiß. Okay, dann schauen wir uns nochmal hier um. So. Hier können wir was schieben. Hätten wir den nicht vorher auch schon schieben können? Okay, Moment, ich glaube, ich muss noch einen hier rüber. Der versinkt nicht. Ich hoffe mal, der macht uns jetzt hier den Übergang frei. Sehr gut. Okay. Die sind beide kaputt. Okay, Moment. Wir haben hier ein Dreiecksymbol oben drauf. Und hier haben wir wieder nichts. Und hier haben wir wieder ein Eulenzeichen davor. Hier haben wir wieder eine Fackel zum Anmachen. Okay, das hat schon gereicht. Boah, ich glaube, das ist super laut hier drin. Ich werde es dann nochmal ein Tick leiser machen. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen leiser ist. So. Wo geht's hier hin? Okay, hier können wir quasi wieder zurück. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal durch die Tür, die wir freigeschaltet haben. Halt, vorher packen wir nochmal die Schaufel aus. Okay, nichts drin. Okay, was haben wir hier? Ganz viele Blöcke. Können wir die verschieben? Oh nein. Können wir alle verschieben. Und wir haben hier Kugeln. Mhm. Und was müssen wir hier machen? Wir müssen jede Kugel an ihren Platz bringen. Die grüne Kugel hierhin. Die rote Kugel hierhin. Und hier welche Kugel?
Hier auf jeden Fall die schwarze. Hier oben. Wie kommen wir hier? Haben wir hier was zum Hoch? Nee. Das können wir auf jeden Fall kaputt machen hier oben, aber dann... Okay, wir ordnen erstmal die Kugeln neu. Die rote Kugel muss hier hoch. Dann schiebe ich die schwarze schon mal hier rüber. Ich hoffe mal, dass die genau in die Mitte, in der Mitte liegen müssen. So, dann hätten wir die rote schon mal an ihrem Platz. Hier muss die grüne hin. Okay, die grüne muss da hoch. Und die schwarze muss da runter. Ach herrje, okay, ich muss... Ich hoffe mal, die rollt nicht bis in die Ecke. Okay, die rollt nur bis hierhin, sehr gut. So. Die schwarze muss hier runter und die grüne nach oben. Kann ich jetzt die grüne komplett durchrollen? Wenn ich die grüne hier dran roll, das ist ein Problem. Ich glaube, ich muss die grüne erstmal in die Mitte rollen. So, jetzt rollen wir die nach hier. Die nach hier. So. Der muss jetzt die schwarze Kugel blockieren, aber wir brauchen eigentlich noch die andere hier unten. Das heißt, zuerst müsste ich eigentlich diese Kugel hier okay, wie machen wir das am schlauesten? So. Jetzt. So. In die Ecke. Und jetzt sollte ich die hier runterrollen können. Jetzt rennen wir der hinterher und schieben die hier rüber. So, für die schwarze Kugel. Die sollte jetzt auch einfach durchrollen. Und damit die grüne in der Mitte liegen bleibt, brauche ich die wieder hier. Und die hier. Und so. Sehr gut. Okay, da haben wir das auch gelöst. Hier sind wir hergekommen. So, nicht, dass wir irgendwas noch übersehen, so ein Dindi oder so. Und ich könnte jetzt theoretisch gesehen mit der Eulenbombe. Weiß nicht, ob das was bringt. Okay, den zerstören, aber das bringt erstmal nichts. Hier müssen wir irgendwas runterschubsen. Vermutlich kommt das später. Oh nein. Haben wir da vielleicht eine Chance hier mit der Eulenbombe? Okay. Geh weg von uns. Geh bitte weg von uns. Könntest du mal ausgehen? Okay, den müssen wir also nochmal treffen. Ich mach hier mal die Fackel an, wollte ich gerade sagen. Oh, da drüben ist noch einer. Können wir den schon von der Seite ausschalten? Okay, sehr gut. So. Dann drehen wir mal hier am Hebel. Damit ziehen wir irgendwas nach oben.
ein Weg. Und wir ziehen den Weg noch höher. Und noch höher, okay. Hier können wir noch nicht drauf. Okay, dann wahrscheinlich so. Bombe geht es definitiv relativ einfach. Oh, wir haben nur noch 45 Stück, sehe ich gerade. Aber wir hätten vielleicht erst einkaufen gehen sollen. Vielleicht müssen wir jetzt zwischendurch nochmal zurückgehen. Hm, Schlüssel haben wir noch keinen gefunden. Und hier müssen wir auch noch ein Tor aufmachen. Okay. Das sieht mir nach Schlüssel aus da oben. Okay, warum war das klar? So. Zum Glück habe ich diese Vase hier noch nicht kaputt gemacht. So, okay, hier ist ein Hebel. Wie kommen wir nach hier? Der Hebel macht uns die Tür auf. Hm. Oh nein. Da brauche ich auch die Eulenbombe schon wieder. Wir brennen. Schnell noch ein Brot snacken. Okay, ich mach die Vase mal lieber nicht kaputt. Vielleicht brauchen wir sie ja noch. Okay, was haben wir hier? Okay, da. Also ich gehe erstmal hier unten in die Tür rein. Erstmal den einfachen Weg. Na super, das war also der einfache Weg. Den Hebel kann ich vermutlich auch von hier betätigen. Hm. Okay, hier kommt eins gefahren. Wir fahren mal eine Runde. Müssen wir hier aufspringen? Okay, wir können. Ah, wir können mit den Schaltern die Richtung ändern. Okay. Okay, das sieht mir so aus, als kämen wir. Wir müssen bestimmt irgendwo wieder die Lava. Wir konnten am Anfang die Lava senken. Und dann müssen wir wieder hier zurück und dann können wir auch da hinten die Treppe vermutlich benutzen. Okay. So. Dann müssen wir hier wieder warten. Dann fahren wir vielleicht erstmal eine Runde. Da kommt's. Und rauf mit uns. Die Tür ist noch verschlossen. Na toll. Ist ja okay. Erstmal zwei Brote. So. Was? Okay, das bringt uns was. Wir kommen jetzt selber nicht mehr durch. Okay, jetzt rollt hier so eine Kugel. Das macht uns doch nur... Ah, okay.
Aber den Hebel können wir doch mit der Eulenbombe aktivieren. Okay, das war jetzt nicht so schwer, glaube ich. Haben wir hier irgendwas verpasst? Ist hier noch eine Tür? Nee. Hm. Oh nein, wieder diese kleine. Sehr gut, wir haben wieder zwei Kugeln bekommen. Den können wir nicht drücken. Nur sprengen. Was bringt uns das? Wir müssen... Okay, ja, wir müssen da hoch. Wir müssen, dass es oben bleibt. Habe ich hier irgendwas kaputt gemacht? Okay, wir brauchen hier definitiv irgendwas zum Drauflegen. Reicht das, wenn wir eine... Wobei, wir kommen ja auch gar nicht da hoch. Da ist die Vase. Okay, da oben ist eine Vase. Und hier geht es auf jeden Fall weiter. Okay, heiße Angelegenheit. So, wir machen nochmal kurz Pause hier. Okay, wir könnten... Ah, ich verstehe. Oh nein, bitte nicht. Ach, wir können den jetzt einfach... Ich dachte gerade, wir müssen den jetzt da unten drauf schieben. Müssen wir sogar. Wir müssen jetzt wieder runter. Gibt es vielleicht jetzt einen einfacheren Weg hier nach unten? Können wir einfach hier? Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, das war knapp. Jetzt haben wir hier unten den Stein. So, jetzt bleibt der oben. Und jetzt das Ganze nochmal. Sehr gut, jetzt kommen wir hier rüber. Das war knapp. Haben wir auch wieder Feuer? Ja. Bitte? Und jetzt? Was soll ich bitte hier machen? Hier ist so eine Vase, okay, die könnte ich werfen. Kann man hier drauf laufen? Ach herrje, okay. Wir müssen über diese Kugel rüberlaufen. Wie soll denn das bitte funktionieren? Okay, wir müssen mit der Kugel laufen. Okay, und da fehlt uns eine. Ich kann da nicht raus. Können wir die freibomben? Wir haben auch keinen Schalter oder irgendwas. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier... Okay, da ist auch noch eine zweite. Okay, wir müssen irgendwo einen Schalter betätigen. Moment, ich muss den ganzen Weg ja nicht mehr zurück. Ich kann ja auch einfach...
Wobei, ich könnte auch gerade einmal Lied des Windes. Weil wir haben nur noch 37 Kugeln. Wir können ja wieder hoch. Wir haben den Teleporter ja hier oben aktiviert. Genau, wir können hier den großen Eulenofen. Ich würde einmal ganz kurz... Wo war das gerade? Hier, bei Flora war das. Wir kaufen mal kurz neue Kugeln, damit wir auf jeden Fall keine Probleme haben und genügend Bomben werfen können. Weil 37 ist nicht mehr so viel. Ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mir gerade mal überlegen, wie wir da gleich wieder hingekommen sind. Irgendwo war hier wieder die Treppe. Hier. So. Und die Treppe... Das bleibt natürlich in der Luft hängen. Die Treppe war, glaube ich, immer entgegengesetzt. Hier oben ist... Genau, hier oben ist die andere Treppe. Und die andere war dann, glaube ich, näher, wenn wir jetzt hier links lang laufen. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Okay, hier war es schon mal nicht. Dann doch andersrum. So, da kommt schon. Bisschen schneller als sonntags. Es wäre auch schön, wenn sich irgendwie die Ausdauer ein bisschen erhöhen würde. Okay, wir haben Gelbtrank gefunden. Ich setze den jetzt direkt ein. So. Und hier war es natürlich wieder nicht direkt. Wir müssen natürlich hier komplett eins hoch. Und dazu müssen wir wieder komplett außen rum. Reicht wahrscheinlich der eine halbe Gelbtrank nicht mehr aus. Aber okay, zumindest besser als nichts. So, dann sind wir auf der Treppe und jetzt laufen wir hier rum. So, 3 Sekunden. Ach, vielleicht reicht's doch. Okay, nicht ganz. Aber jetzt sollte hier gleich die Höhle kommen. Da ist es schon. Sehr gut. Guten Tag. Wir wollen auf jeden Fall ein paar Kugeln kaufen. Und zwar ein paar viele. Ich kaufe gleich mal wieder für 200, denke ich. Die haben eine ganze Weile gereicht. So, 377 Kugeln. Sehr schön. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Lied des Windes. So. Der große Eulenofen. So, hier sind wir wieder. Und jetzt müssen wir gleich mal nach den Schaltern gucken, ob wir da irgendwie was machen können oder ob wir woanders jetzt noch vorher weiterkommen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge und dann geht's hier wieder weiter. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.